Schön, dass du es auch in dieses Video wieder geschafft hast, denn dieses Video hat es wirklich in sich. Ich habe vor kurzem was entdeckt, was überhaupt noch gar keinen Anklang gefunden hat und es ist so ziemlich einer der wahrscheinlich der zweitwichtigsten Faktoren, die ich jemals entdeckt habe, wahrscheinlich sogar nach dem Glutathion, wie wichtig das ist, ja? Und zwar, wir fangen mal ganz simpel an, und zwar, wenn du 1 Milliliter Blut von dir nimmst, ja? 1 Milliliter nur. Darin enthalten sind 5 Milliarden rote Blutkörperchen. 5 Milliarden, das heißt fast, nicht ganz, aber fast die gesamte Erde quasi, die Menschenanzahl, ist ein 1 Milliliter Blutäquivalent, ja, rote Blutkörperchen. Ich weiß, wir haben 7 Milliarden. Weitermachen wir mal. Von diesen roten Blutkörperchen ist 90% das Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff, haben viele schon mal gehört. Jetzt halt euch fest, du hast Blutzellen bei dir im Blut, ja? Da kann man trennen im Blutplasma und Blutserum, ja? Von den gesamten Blutzellen bei dir im Blut, jetzt schätz mal, wie viele die roten Blutkörperchen sind. Schätz einfach mal. Ja, du sollst schätzen, ich mein's ernst. Ich mein's ernst, sag's. Falsch, falsch, falsch. Es sind 99%, 99% aller Blutzellen im Blut sind rote Blutkörperchen. Und jetzt sage ich euch was. Beim Abbau, das Abbauprodukt der roten Blutkörperchen ist ein Antioxidant. Das heißt, 99% deiner Blutzellen verwandeln sich in Antioxidantien. Und jetzt wird klar, dass das antioxidative Potenzial in deinem Körper fällt und steht mit zwei Dingen. Erstens, wie immer, Glutathion und zweitens aber in fettlöslichem Kompartiment, das Abbauprodukt der roten Blutkörperchen, genau genommen des Hämoglobins, genau genommen das Bilirubin. Das ist doch Wahnsinn, oder? Und ich zeige euch genauestens in diesem Video, wie man das fördern kann, natürlich, ja, und wie man die Blutkörperchen möglichst gesund halten kann, damit sie auf natürliche Art und Weise auch wieder abgebaut werden zu diesen Antioxidantien, ja. Das alles in diesem Video habe ich vorbereitet für euch und das wird sehr, sehr, sehr spannend, ja. Ich werde euch diesen genauesten Weg auch nochmal erklären, mit dem Abbauprodukt, wie das funktioniert und so weiter. Wenn ihr mich unterstützen wollt, meine einzige Einnahmequelle ist purazell.de, ja. Da gibt es auch Glutathion, Liposomal, alles Mögliche kriegt ihr da quasi, ja. Also alles, was überhaupt nur wichtig ist, mit einem Labor geprüft, mit unabhängigen Laboren geprüft, die Ware findet ihr da. Und wie zum Beispiel das hier, Alpha-Liponsäure. Was ich aber sagen möchte ist, ich lebe wirklich davon, als einzige Quelle, ja. Viele denken so, ja, okay, cool, aber das ist das wirklich, wovon ich lebe, womit ich euch quasi speisen kann. Nur deswegen kann ich diese Videos machen, ja. Also wir fangen mal so an. Wofür benötigen wir überhaupt Sauerstoff, ja? Also Sauerstoff, viele Menschen verstehen nicht ganz. Also wenn ich euch jetzt fragen würde, mal wirklich direkt dich fragen würde, ja? So. Wer ist Bundeskanzler oder Rin? Das weißt du. Wofür braucht der Körper exakt Sauerstoff? Das wissen die wenigsten, okay? Jetzt überleg dir was. Du weißt eine Tatsache für jemanden, der dich sicherlich nicht retten wird, ja? Aber du weißt das Wichtigste nicht, warum höheres Leben überhaupt möglich war. Versteht ihr? Oftmals werden die Prioritäten bei vielen Menschen falsch gesetzt. Und ich sage euch immer, die Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja? Und da kannst du dich noch so gut in Politik auskennen. Ja? Ich hoffe, dass die Menschen immer mehr wieder finden, wach werden, wieder mehr zur Gesundheit einfach gehen. Ja? Weil das ein ganz, ganz zentraler Punkt im Leben sein sollte. Ja? Sauerstoff benötigen wir, dadurch ist überhaupt höheres Leben erst möglich geworden. Denn wir speisen den Sauerstoff in unsere Mitochondrien, in unseren Stoffwechsel quasi ein. Dadurch können wir auf einmal 16 Mal mehr generieren als vorher die Lebewesen, die gelebt haben, die keinen Sauerstoff gebraucht haben. Zucker und Fett mit Sauerstoff zusammen, ja, je nachdem, wie man es machen möchte, wird zu ATP. Das ist der universelle Energieträger und der veranlasst überhaupt, dass deine Lunge sich überhaupt bewegen kann. Das ist die Energie. Dafür brauchst du den Sauerstoff. Der einzige Grund, warum du atmest, ist, weil du Zucker oder Fett verstoffwechselst und Energie daraus generierst, ja? Das Wichtige ist aber jetzt das, wer liefert denn den Sauerstoff? Das sind die roten Blutkörperchen. Genau genommen das Hämoglobin. Ja, das Hämoglobin ist so aufgebaut, das macht 90% der roten Blutkörperchen aus. Ja? Davon gibt es 4 Hämgruppen, jeweils immer ein Eisenatom, ja? Und dann halt ein Sauerstoff von unten, ja? Also distal, ja? Proximal von oben ist eine Histidingruppe. Es würde jetzt hier zu weit führen. Aber was ich sagen möchte ist, die Bindungsstelle der roten Blutkörperchen ist jene, ja, für den Sauerstoff. So, das ist das Wichtige. Also, jetzt kann ich euch sagen, was hat das zu tun, warum altert man oder warum altert man nicht oder wie auch immer,
Wo ist die Verbindung zum Hämoglobin, genau zum roten Blutkörperchen? Und das ist nicht, weil deine Organe dann dementsprechend Sauerstoff bekommen, die sie ja brauchen, um Energie zu generieren. Auch, ja. Aber das Wichtige ist das, warum sollten wir hohe Spiegel und gut hohe Spiegel wirklich vom Hämoglobin, genauer genommen von den roten Blutkörperchen bei uns im Körper haben? Denn je mehr rote Blutkörperchen du hast, und gerade Frauen haben immer wenig, weil sie auch Periode haben und Blut verlieren und so weiter und so fort, dann nicht genug Nährstoffe da sind, um neu zu bilden, das Blut, und dann, ne, fängt die Spirale auf Dauer immer an halt, ja. Je mehr rote Blutkörperchen du hast, desto mehr können wieder abgebaut werden. Und je mehr abgebaut werden, desto mehr Antioxidantien wirst du bilden. Das Abbauprodukt der roten Blutkörperchen, die ja Sauerstoff auch transportieren, ist ein Antioxidant, ein fettlösliches. Bilirubin, okay? Das wollen wir doch haben. Beim normalen Bluttest empfehle ich jetzt immer, wirklich, einen Wert mit reinzunehmen. Und das ist der Bilirubin und Biliverdin. Ja? Das sind die beiden Abbauprodukte von den roten Blutkörperchen. Wenn du sehr wenig Bilirubin hast, das Abbauprodukt von roten Blutkörperchen, dann lässt es unter anderem, ja, darauf schließen, wie viel oxidativen Stress du hast in deinem Körper. Denn es ist ein Antioxidant und das wichtigste fettlösliche Antioxidant bei dir im Körper. Wenn dieser Wert sehr niedrig ist, dann passiert Folgendes: Dann hast du das abgebaute Hämoglobin, das Bilirubin, benutzt, um Radikale zu puffern. Genau genommen, diese Schritte, wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt gleich. Dass das wirklich auch wissenschaftlich belegt ist, das sehen wir hier zum Beispiel in der Studie. Das heißt, die Sterblichkeit, ja, wenn du einen Wert statt 0,6, ja, hier steht so ein Bilirubin, von 0,1 bis 0,4 hast, sehen wir oben, hast du eine 56-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, overall zu sterben, ja, so. Und das Gleiche haben wir davon eher zu viel, sehen wir hier, ja, ist der Trend nicht so stark, ja. Das heißt, man möchte natürlich immer im Mittelbereich ungefähr sein, eher am oberen Ende, ja, würde ich jetzt sagen. Aber wenn du auch mal ein bisschen weiter rausschießt als am oberen Ende, ist es nicht so fatal, als wenn du zu wenig davon hast. Weil das Bilirubin natürlich ein Antioxidant ist. Und ein Antioxidant wird dich zwangsläufig länger am Leben halten, weil es dich schützt vor den Radikalen bei dem Körper. Also als allererstes, deine Blutkörperchen leben 120 Tage. Danach werden sie abgebaut, ja, unter anderem werden sie in Mitleidenschaft gezogen von sogenannten Fresszellen und so weiter. Das Wichtige ist aber das, es gibt ein Enzym, das heißt Hemioxygenase. Es wird veranlassen, dass Hämoglobin, was ja vorher zum Transport von Sauerstoff geführt hat und Eisen getragen hat, wird gespalten. Das Eisen wird freigesetzt, kann wieder recycelt werden. Die Proteine, die Globingruppe, ja, die wird ebenfalls zersetzt in Aminosäuren. Das Wichtige ist aber jetzt das: Das Hämoglobin wird umgebaut in Biliverdin. Und Biliverdin ist grün, das kennen wir. Wenn du einen blauen Fleck hast, dann passiert Folgendes: Erstmal sieht man Blut, rote Farbe, ja, unter der Haut. Dann später verändern sich die Farben. Und das ist genau dieser Prozess. Biliverdin ist dieses Grünliche, was dann entstehen wird. Ja, das ist das, durch die Hemioxygenase wird das umwandeln. Und danach kommt ein weiteres Enzym, weil Biliverdin ist für den Körper nicht wirklich von Vorteil, ja. Er will das Bilirubin haben und deshalb gibt es ein zweites Enzym. Und das heißt Biliverdin Reduktase. Ja, so, es findet eine Reduktion statt, ja, das heißt, ein Elektron wird übertragen. Aber dann entsteht aus dem Biliverdin diese grüne Färbung bei diesen blauen Flecken, ja, entsteht das Bilirubin, was wir haben wollen, das Antioxidans. Wichtig ist, das Enzym, was Biliverdin zu Bilirubin umwandelt, ist zinkabhängig. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Merkt euch schon mal, Zink. So, als zweite Stelle ist ganz, ganz wichtig, dass Bilirubin kann jetzt als Antioxidant fungieren. Wenn es das tut, kann es ein Elektron abgeben an ein Radikal, was ja Elektronenmangelverbindungen sind. Die wollen ja Elektronen haben. Deshalb machen die Randale. Die machen so lange Randale, bis die bekommen, was die wollen. Ja? So. Und das spendet das Bilirubin ihnen. Wenn es das aber macht, wird es aber gleichzeitig wieder zu Biliverdin. Okay? So. Und das heißt, wenn das wieder zurück zu Biliverdin wird, kann es ja auch wieder zu Bilirubin. Und zwar wie? Wenn dieses Enzym hier wieder arbeitet.
Und das kann arbeiten, wenn es genügend Zink hat. Punkt Nummer eins, du brauchst auf jeden Fall genügend Zink. So kann dieser Mechanismus regeneriert werden und du kannst weiter öfter Radikale weiter puffern. Ja? Das ist schon mal ganz, ganz wichtiger Fakt. So, das Bilirubin ist normalerweise dafür geeignet. Es wird dann später in der Leber, in der Phase 2, in der Entgiftungsphase 2, ja, glucuroniert. Also das heißt, Glucuronsäure wird quasi addiert. Es wird wasserlöslicher dadurch und wird dann dementsprechend auch ausgeschieden über den Stuhl, später in der Galle erstmal. 15 bis 20% werden aber auch rückresorbiert. Ja? So, das gibt übrigens auch die Farbe deines Stuhls. Ja? Ist aber alles auch nicht so wichtig. Das Wichtige war das, dass das Abbauprodukt von dem Hämoglobin ein Antioxidans ist, ja. So, und wir können dieses wieder regenerieren, ja, wenn wir ganz einfach schon mal Zink haben, ja. Punkt Nummer eins. Was können wir noch tun, um möglichst viele rote Blutkörperchen, genau genommen Bilirubin, zu erhalten? Als allererstes sollten wir ebenfalls gewährleisten, dass die roten Blutkörperchen auf natürliche Art und Weise abgebaut werden sollen, und zwar so nach 120 Tagen. Wenn diese falsch gebaut werden, nicht funktionieren, wie auch immer, dann können diese eventuell nicht auf natürliche Art und Weise abgebaut werden und das natürliche Bilirubin entstehen. Das heißt, man möchte diese funktionsfähig halten. Der größte Omega-3-Fresser, ja, also mit der größte Omega-3-Fresser bei uns im Körper, wenn es um Thema Membranen geht, sind die roten Blutkörperchen. Diese brauchen extrem viel Omega-3-Fettsäuren, um die Fluidität zu behalten von den roten Blutkörperchen, ja, damit diese Fluide bleiben. Denn diese zirkulieren ja sehr, sehr, sehr stark bei uns im Körper, ja. Das heißt, diese Elastizität, ja, so nenne ich es einfach mal, der Membran wird gewährleistet durch Omega-Fettsäuren. Das heißt, wie gut diese fundieren können, Kompartimente bei dem Körper erreichen können, hängt unter anderem von der Beschaffenheit der Membran ab. Das heißt, Omega-3 an erster Stelle. Punkt Nummer zwei ist Glutathion. Glutathion, sind wir hier auch in einem Schleimbruch wieder. Glutathion beschützt die roten Blutkörperchen. Es gibt keine Zelle, die höhere Konzentrationen, ich glaube 2,5 Millimol ist es, glaube ich sogar, beinhaltet Glutathion. Also die roten Blutkörperchen sind die Zellen, die am meisten Glutathion konzentriert haben. Warum? Ganz einfach. Es aus Hämoglobin kann mit Hämoglobin entstehen. Und mit Hämoglobin ist das, wenn das Eisen, ist ja normalerweise zweiwertig, zu dreiwertigen Eisen wird. Das heißt, ein Elektron wird ihm entzogen. Das kann passieren durch Sauerstoff zum Beispiel oder durch andere Radikale. Das entzieht deinem Hämoglobin ein Elektron, genau genommen dem Eisen, und dann verliert es seine Funktion. Es kann keinen Sauerstoff mehr tragen. Wenn das Eisen dreiwertig ist statt zweiwertig, kann es keinen Sauerstoff mehr tragen. Wenn der Anteil zu hoch wird von diesem Methemoglobin, wirst du kollabieren. Ja? Denn Sauerstoff brauchst du zur Energiegewinnung natürlich auch. Ja? Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ja? Das heißt, Glutathion ist ein Antioxidans. Und deshalb ist es so hoch in roten Blutkörperchen am höchsten, weil es will um jeden Preis verhindern, dass das Eisen durch Sauerstoff oder Radikale oxidiert wird. So, das heißt, Glutathion wird helfen, ganz einfach Radikale zu verhindern. Das heißt, deine roten Blutkörperchen werden bis zum Ende funktionieren und nicht schon vorher umgewandelt in Methemoglobin. Übrigens auch der Grund, Methemoglobin, warum kleine Kinder nitratarm, beziehungsweise auch Nitrit, besser noch gesagt, arm essen sollten. Denn das bildet ebenfalls Methemoglobin. Das führt ebenfalls dazu, dass das zweiwertige Eisen im Hämoglobin zu dreiwertigen wird, dieses Nitrat-Nitrithaltige. Das von daher sagt man immer auch, nicht so gedüngte Lebensmittel konsumieren. Das heißt, setzt man oft nicht auf konventionelle Haltung, sondern eher auf Bio-Gemüse, weil diese nicht so viel Nitrat und solche Sachen halt haben. Für Kinder ist das schon sehr, sehr massiv, wenn kleinste Konzentrationen dann dementsprechend umgewandelt werden vom Hämoglobin, dann kann es wirklich auch zu Ohnmacht und wie auch immer halt kommen, ja. So, also dieser Prozess nochmal. Wir wollen auf jeden Fall Glutathion verhindern, auf jeden Fall, dass deine roten Blutkörperchen oxidiert werden. Und des Weiteren, wenn aber das passiert, dann passiert Folgendes: Dann hast du einen Sauerstoff, ja. Der Sauerstoff bekommt ein Elektron und wird zu Superoxidradikalen. So, und Superoxidradikale, ja, wenn die aufeinandertreffen nochmal, entsteht Wasserstoffperoxid. Und der kann ebenfalls entgiftet werden durch Glutathion. Das heißt, bevor etwas passieren kann, kann Glutathion den Schaden löschen. Ja, dass überhaupt erst gar nichts passiert. Oder auch wenn der Schaden passiert ist, löscht ebenfalls Glutathion die ganze Sache, weil es gibt Glutathionperoxidase, die kann dann dementsprechend wieder das Wasserstoffperoxid
neutralisieren zu Sauerstoff und Wasser und die wird dann wieder regeneriert über das NADPH. So, das ist ein Punkt, das kann man ebenfalls machen. Gute Glutionspiegel, ja. Wie kann man gute Glutionspiegel erhalten? Durch Antioxidantien. Antioxidantien schützen dein Glutathion im Körper, dass es nicht verbraucht wird für antioxidative Prozesse. Das heißt, es wird stattdessen werden die extern zugeführten Antioxidantien verbraucht statt ein Glutathion. Zum Beispiel auch in meinem letzten Video, in dem Pilzvideo, habe ich euch ja gezeigt, das Glutathion ist massiv gestiegen, statistisch signifikant, wirklich, durch die Gabe von Reishi zum Beispiel. Ja, habe ich mir im letzten, glaube ich, in meinem letzten Video, vorletzten Video war es, glaube ich, gezeigt, ja. Und das zeigen natürlich auch ganz, ganz viele andere Antioxidantien, dass diese Eigenschaft haben, ja. Das heißt, antioxidativ leben, ja, Lebensmittel und so weiter halt konsumieren, ja. So, des Weiteren, was ebenfalls sehr, sehr wichtig ist, Sport zu betreiben. Denn wenn du Sport treibst, signalisierst du deinem Körper, du brauchst mehr Sauerstoff. Denn du brauchst jetzt mehr Leistung. Das heißt, dein Körper wird auch dazu anregen, mehr rote Blutkörperchen, mehr Sauerstoff zu binden, damit deine Kraftwerke, wenn du bei der nächsten Kraftanstrengung bist, auch genügend Sauerstoff bekommen, um Energie daraus zu generieren, damit du das bewerkstelligen kannst, was du gerade tust in deiner Aktivität. Das heißt, Sport machen, Sport machen, Sport machen, ebenfalls sehr wichtig. Und was ebenfalls noch sehr, sehr wichtig ist, Vitamin B12 ist unerlässlich auch für die Blutbildung. Ja? Ich möchte eine kurze Zusammenfassung für euch machen. Also, warum es so wichtig ist, rote Blutkörperchen eher am oberen Ende als am unteren Ende zu sehen, denn wo viele rote Blutkörperchen sind, wird auch viel Abbauprodukt von den roten Blutkörperchen herrschen. Und das Abbauprodukt ist das wichtigste fettlösliche Antioxidant bei dir im Körper. Das heißt, je mehr du davon hast, desto mehr Antioxidantien wirst du auch haben. Punkt Nummer 1, wie können wir das machen? Erstens Eisen natürlich, denn Eisen sind erstens deine wichtigsten Bausteine von überhaupt dem Aufbau vom Blut halt, denn diese binden überhaupt dann den Sauerstoff auch, ja. Also Eisen ist auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Also wir haben das zum Beispiel auch in so einem Schilddrüsensupplement, das Eisen mit drin, daher kriege ich mein Eisen. Ich hatte tatsächlich, das Schilddrüsensupplement war so ein bisschen länger bei uns ausverkauft, 3 Monate, 4 Monate oder sowas. Und ich habe es wirklich dann auch gemerkt, dass ich einen Eisenmangel hatte. Woran habe ich es gemerkt? Und zwar, wenn ich aufstehe, dann ist so ein bisschen mein Blut, mein Herz war so ein bisschen träge manchmal, wenn ich aufgestanden bin. Es hat so ein bisschen nachgeschlagen. Ja? So, und ich habe gemerkt, dass ich viel Bewegung mache und wie auch immer. Ich habe angefangen mit Joggen und alles Mögliche, ja. Aber dass es dann wirklich ein bisschen zu wenig geworden ist, weil dass die roten Blutkörperchen wohl nicht so gut beladen waren. Also mir hat wirklich Eisen gefehlt, die ja den Sauerstoff überhaupt binden können. Ja, so. Und seitdem ich das supplementiert habe, ja, es ist echt weg gewesen. Es war wirklich Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, weil ich hatte beim letzten Bluttest oder sowas sogar noch fast zu viel Eisen, ja. Aber so ändern sich einfach die Umstände, ja. Das ist immer ein ganz großes, vielleicht hast du auch diese Symptome, kannst du gerne rumtesten. Jeder muss es für sich halt entscheiden, wie es ist, ne. Aber ich decke das mal über das Schilddrüsensupplement ab, da ist 100% drin. Des Weiteren, B12 ist sehr wichtig bei der Blutbildung, ja. Des Weiteren ist wichtig Omega-3-Fettsäuren, denn diese halten die Membranen deiner roten Blutkörperchen fluide, ja, damit diese auch gut ihre Arbeit verrichten können. Drittens, Glutathionspiegel oben halten, ja, durch antioxidative Gabe, oder wie auch immer, man kann es auch supplementieren, wie man möchte halt, ja. So, wir bieten es an, liposomal zum Beispiel, also über die normale Nahrung oder Antioxidantien bekommst du natürlich nie so einen Spiegel, als wenn du es wirklich liposomal, ja, supplementieren würdest. Aber das muss, wie gesagt, jeder für sich entscheiden, ja, was er da möchte, wie er spüren möchte. Ist übrigens das meistverkaufte Produkt bei uns, ja. Also Glutathionspiegel oben halten, denn die beschützen deine roten Blutkörperchen, ja, so. Dass die roten Blutkörperchen nicht umgewandelt werden in Methemoglobin, so. Dann ist noch sehr, sehr wichtig, Sport zu betreiben, denn Sport fördert deinen Körper zur Blutbildung, regt ihn an, damit er sich auf den Reiz anpassen kann, wo du ja mehr Sauerstoff benötigst, ja, beim nächsten Mal, ja. Und zu guter Letzt, Zink war natürlich sehr, sehr wichtig, denn Zink regeneriert dein Antioxidant, das Bilirubin, der Abbauprodukt des Hämoglobins, immer wieder. Aus Biliverdin wird Bilirubin dafür für das Enzym, ja, Biliverdin Reduktase, brauchst du Zink, um ständig dieses Antioxidant zu regenerieren bei dir im Körper, ja. Das war auch nochmal sehr, sehr wichtig. Also wenn du nächstes Mal Blut abnimmst, misst die beiden Werte Biliverdin, Bilirubin. Da hast du sehr, sehr viel Biliverdin, aber sehr, sehr wenig Bilirubin. Das heißt, das Bilirubin verbrauchst du, weil du sehr viel Stress, Oxidantien bei dir im Körper hast. Ja, hast du sehr viel Bilirubin bei dir im Körper, das heißt nicht sehr viel, aber eher am oberen Ende, so wie auch immer, dann hast du eher wenig Stress im fettigen Kompartiment bei dir im Körper. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Marker, ja.
Und das war's mit dem Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützt. Auch auf purazell.de, denn davon lebe ich. Dankeschön für deinen Support. Teilen mit deinen Liebsten, vor allen Dingen auch liken nicht vergessen. Und schreib mir einen Kommentar, ich lese jeden Kommentar. Dankeschön für deine Zeit, bis zum nächsten Video. Rohwegener Nümmel sagt ciao, bis gleich auf purazell.de.